geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von Contraband Police. Zur dritten Folge, wo ich einen Polizisten an einem Zoll, wie nennt man das überhaupt? An einer Grenze spiele. Und wir haben uns immer weiter... Warte, wir müssen erstmal reingelassen werden. Wir sind drinnen. Wach auf, Genosse. Ein weiterer Arbeitstag liegt vor dir. Ich freue mich, mein Freund. So, ja, haben wir wieder Jeffrey Dahmer, der gesucht wird. Belohnung $300. Wir haben ein neues Haus, komplett neu gebaut. Sonst ist alles noch sehr, sehr alt. Wir haben Schmuggler, 6 Stück unterwegs heute, beziehungsweise 6 Tipps. Und dieses Fahndungsbild, das werden wir uns auf jeden Fall merken. Wir sind schon ein bisschen geschulter. Erster Genosse, fahren Sie durch. Fahren Sie durch. Hier einmal bitte stehen bleiben. Auf der Waage. Das ist das Ding, das hier auch abwiegen kann, ne? Voll stark. 4200. Das ist er! Direkt, er kommt morgens früh, er denkt, weil wir verschlafen sind, fällt uns das nicht auf. Aussteigen! Bitte aussteigen einmal. Ah, warte mal. Da hinstellen. Ich muss auch aufpassen. Ich habe mitbekommen, dass Leute auch töten können, beziehungsweise angreifen können. Wir brauchen echt viel Geld, denn wir brauchen neue Ausrüstung und müssen heute so viel upgraden, wie wir können. So, und genau deswegen mache ich das jetzt auch. Wir werden natürlich seine Sachen kontrollieren. So, erst... Aha! Seht ihr das, Chat? Diese Schlange für alle, die neu einschalten, ist ein Zeichen dafür, dass Schmuggelware geliefert wird. Und jetzt können wir uns sicher sein, dass er wahrscheinlich nicht nur eine Sache mit hat, die geschmuggelt ist, sondern mehrere. Ich brauche seine Papiere eigentlich gar nicht, denn ich weiß... Wobei... Oh! Waffen! Digga, er hatte da drin Waffen! Das ist der Erste, der was in dieser Schatulle da versteckt. Einmal Waffen versteckt in der Schatulle. So. Jetzt noch Motor. Wie viel hat... Bleib... Wieder einsteigen. Ich habe nie gesagt, dass du wieder einsteigen darfst, okay? Ich wollte gerade den Motor untersuchen. So, wollte der hier abzischen, nicht bei mir. Das ist hier die Grenze zur Arktik und die wird beschützt. Du kommst hier nicht einfach so rein. Naja, dann ist er halt tot. So. Hier haben wir die Schmuggelware auch drin. Da werden wir uns das mal angucken. Aha. Waffen. Tja. In den anderen Sachen kann, glaube ich, nichts drin sein. Es ist wirklich immer nur auf den Sachen, wo was draufsteht. Richtig, Chat? Gib mir ein kurzes Ja, wenn ich richtig liege. So, hier ist auch nichts drauf. Das heißt, eigentlich kann gar nichts drin sein. Wenn jetzt mal hier das hier als Beispiel benutzen. Ah, damit komme ich nicht durch. Ich habe kein Messer mehr, glaube ich. Ah, doch, tatsächlich. Ich habe ein Messer gekauft. Stark, wichtig. In der letzten Folge am Ende nochmal gekauft. Nee, ist wirklich Kaffee. Ja. Hier kann dann wirklich auch nur das drin sein. Wir machen das hier mal auf. Hier steht zwar nichts drauf, aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo... Ach man, haben wir eine Axt? Haben wir auch. Stark, Hamed. Oh, hier steht sogar Drugs drauf, also Medikamente. Wir sind auch Medikamente drin, okay. Dann haben wir das geklärt. Die ganzen Sachen können zurückgeladen werden. Wo ist Maximov? Hier, Maximov. Kannst du alles sauber machen, Maximov? Dankeschön, Maximov. So, er ist halt gestorben jetzt, ne? Ich hätte gern sein Geld bekommen. So. Aber, leider hat er versucht zu fliehen und das geht bei mir nicht durch. So, einmal durchfahren, bitte. Wir brauchen auch bessere Grenzbereiche, damit das hier geschlossen werden kann und Leute nicht einfach durchfahren können wie Wilde. Moin! Einmal bitte die Papiere. Danke dir, Chef. So, wollen wir mal gucken, wie viel das Ding wiegt hier. Oh, Brecher, 2 Kilo. So, warte mal. 2800 ist erlaubt. Passt. Sein Name passt. Passt nochmal, passt auch.
Oh. Aha! Der Fahrzeugschein ist gefälscht. Dann einmal aussteigen, bitte. Bitte aussteigen. So, passt hier irgendwas? Fehlende Spiegel, hat der keine? Nee, nee, nee. Alles super. Reifen sehen auch tauglich aus. Partielle Zulassungsnummer 89Q. Grün, braun, okay. Dann wollen wir mal das Ganze durchchecken. So. Das nervt halt immer, dass sie so... Er fährt mit nichts durch. Er hat wirklich nichts hier drin. Dann frage ich mich, warum hat der einen gefälschten Führerschein bzw. Fahrzeugnummer, wenn er einfach nur hier durchfahren möchte? Also hier ist auf jeden Fall nichts Schlimmes dran, so. Er kann gerne wieder einsteigen. Sie können wieder zurück zum Fahrzeug. Sie haben ja auch nichts mit, von daher nichts falsch gemacht. Aber mit diesem gefälschten Fahrzeugschein dürfen Sie hier leider nicht rein. Kontrolle fertig, ist verweigert worden. Ne, hey! Bald eine Beleidigung für dich und einmal jetzt zurückfahren. Drehen! Ja, ich habe jetzt langsam Angst, dass die Leute sogar nicht drehen, sondern einfach durchfahren. Das ist ja auch möglich. Die Leute machen ja, was sie wollen. So, wir haben wieder $50 bekommen. Ich weiß nicht, wieso wir gerade minus $23 haben insgesamt. Ich frage mich wirklich, wieso wir minus $23 haben. Liegt es daran, dass wir den einen getötet haben? Kann eigentlich nicht sein, weil da haben wir es ja auch richtig gemacht. 4.375. Moin. Ah, sorry. Einmal bitte Ihre Dokumente. Dankeschön, Parosko Masko. So. Passt alles. Passt alles. Passnummer. Ah, das braucht... Das war klein. Das war sehr klein. Dann habe ich doch richtig gelegen mit allem. Aha, guck mal. Ich brauche nicht... Ah, ich habe das Licht drinne. Da sehen wir doch... Das ist ein Schmuggler. So. Bevor der hier irgendwas macht. Tut mir leid, Metehan. Beziehungsweise, warum tut mir leid? Sie gehen ins Gefängnis. Bin festgenommen. Rein da. Und hepp. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Sachen so ein bisschen kontrollieren und das ausnehmen. So, wir hatten auf einem der Zementdinger auf jeden Fall ein Zeichen da. Ich sehe es. Wird geöffnet. Und es ist auch wieder Coco. Das gefällt mir nicht. Aha, da haben wir noch ein Zeichen. Ach Junge, der wollte auch wieder so viel mitnehmen. Ne? Der hat es nicht mal versucht, unauffällig zu gestalten. Hier ist nichts drauf. Das heißt, hier werden Kakaobohnen sein. Kakaobohnen. Hier muss man trotzdem immer mal überprüfen. Man weiß ja nie. Ne. Maximov, du kannst die Sachen aufräumen. Danke dir, Maximov. Bester Mann. So, bevor ich den nächsten reinpacke, wir sind jetzt wieder im Plus. Zum Glück. Packe ich erstmal die ganzen Sachen ins Lager. Das, die illegalen Substanzen werden jetzt hier reingepackt. Und die Waffen, die er mit hatte. Schade, dass ich die Waffen nicht benutzen darf, die die Leute hier versuchen, irgendwie illegal in das Land zu bringen, weil davon könnte ich unnormal profitieren, da bräuchte ich mir keine Waffen kaufen. Versteht ihr, Chat? Einmal durchfahren, bitte. Und hier stehen bleiben. Sehr schön. Langsamer werden. Sehr gut. Was haben wir hier für ein Gewicht? 4.500. Sieht sehr, sehr schwer aus. Einmal bitte die Papiere. Dankeschön. 4.500. 6.000 ist erlaubt. Gut, dann passt das ja. Ah... Dann passt es automatisch doch nicht. Einmal bitte aussteigen, Chef. Ja, es tut mir leid. Reingelassen werden sie jetzt so oder so nicht. So, dann werde ich jetzt mal hier kontrollieren, was sie hier drin haben. Ich sehe hier auf jeden Fall erstmal nichts vorne. Hier an der Seite hast du auch nichts drin. Das ist super. Danke dir, Chef. Wenn hier nichts ist, ich schicke dich einfach wieder nach Hause. Das ist kein Problem. Auch hier. Nee, gefällt mir. Der hat hier
Vielleicht ist es auch einfach nur ein lieber Typ, der versucht hat, mit gefälschten Dokumenten durchzukommen. Klappt halt nun leider nicht immer, Jamal. Na, oh, Jamal. Sie müssen tatsächlich wieder zurück. Ich werde jetzt erstmal in den Kontrollbericht schreiben. Name, Nachname passt nicht. Foto passt eigentlich einigermaßen, aber... in dem Reifen? Nee. Ich habe jetzt gerade mal in den Chat geguckt. Ist er gerade eingestiegen oder was hat das denn Sound? Sie dürfen wieder einsteigen. Kontrolle ist leider abgelehnt. Es tut mir leid, Albarach. Wie? Ich mache einen Fehler. Ich mache keinen Fehler. Deine Dokumente sind gefälscht. Was soll ich denn machen? Und jetzt nach Hause und hepp! Bevor ich sauer werde, okay? Drehen! Langsam! Ah, besser ist. Habe ich alles durch für heute? Alles durch für heute. Der Kriminelle ist geflohen. Der Fahrer sollte verhaftet werden. War das der Gesuchte? Nee, er hat irgendwas anderes gemacht. Oh Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht und ich bin jetzt bei minus 200 Dollar. Ich werde nichts kaufen können, ich muss einfach schlafen gehen. Heute war ein schlechter Tag, Leute. Heute war wirklich ein schlechter Tag. Mist. Heute ist so ein schlechter Tag. Okay, wir haben aber kein Minus gemacht durch einen Tod oder so. Die fehlerhafte Kontrolle am Ende hat uns wirklich alles gekostet und uns nochmal komplett nach hinten geschmissen, Mann. Das ist echt nicht gut. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Handelslizenz. Genosse, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Bereit für einen weiteren Arbeitstag? Ja. Ah, aus Sorge um das Wohlergehen der Händler in Akaristan führt die Partei neue Vorschriften ein. Händler aus den Nachbarländern dürfen die Grenze nur überqueren, wenn sie eine gültige Handelslizenz für die jeweilige Ware besitzen. Okay, wir haben wieder 4 Schmuggler. Niemand gesucht ist. Technische Kontrolle, gefälschte Dokumente, Fahrzeugschein, Frachtbrief. Darauf achten wir heute, okay? Einmal durchfahren, bitte. Ich hoffe, Sie haben Ihre Handelslizenz mit. Das sind immer die Unscheinbaren. Hier denkt man, hier kann kein Gefährlicher drin sitzen, aber die suchen sich extra genau diese Autos raus. Vertraut mir, Freunde, ich kenne mich aus. 660 Kilogramm. Einmal bitte die Dokumente. Haben Sie was dabei? Nee, er hat gar nichts mitgenommen, okay. Passt alles. Passt alles, so. Passnummer noch kontrollieren. Passt nicht. Passnummer passt nicht. Maximalgewicht 990 passt. Ich darf ihn nicht reinlassen. Moin. Passnummer passt nicht. Bei dem Auto erwartet man nichts, aber ich darf ihn nicht durchlassen. Es tut mir leid. Die Passnummer passt einfach nicht. Oh, du, es tut mir leid. Passnummer passt nicht. Können Sie tauschen? Er kauft bestimmte Sachen. Er verkauft Alkohol. Das brauche ich nicht. Und ich habe nichts zum Verkaufen. Dann bitte einmal wieder zurück ins Auto. Ich schreibe mir das eben auf. Kontrollbericht. Passnummer passt nicht. Kaputte Reifen habe ich jetzt nicht gesehen. Dann muss ich die einmal nach Hause schicken. Auf dem Rücksitz war nichts, oder? Nee. So, schöne Grüße zu Hause. In was auch immer Sie für in einem Land wohnen. Richtig. Berechtigterweise abgelehnt. 50 Dollar dafür bekommen. Wir sind aber bei minus 260. Ich mache mal meine Cam ein bisschen weiter runter, damit ihr das Ganze auch sehen könnt. Das ist natürlich nicht so schön. Einmal bitte stehen bleiben, Sir. 3700er Gewicht ist erlaubt für Sie. Was ist das denn für eine verrückte Frisur? Ja, Dokumente einmal bitte.
Danke sehr. Na, passt schon mal alles. Königreich Erkel, das heißt, er hat die Handelslizenz dabei schon mal. Passnummer passt auch, Name passt. Name passt auch hier, also alles gut. 4200 Kilogramm ist erlaubt, 3700 hat er. Hier passt alles bisher. Handelslizenz für Frachttrübmaterialien hat er dabei. Wollen wir mal gucken. Wir verschwenden nur meine Zeit. Ach, alles gut, ich brauche nicht lange. Ich brauche nicht lange, Sir. Es passt auch alles bei Ihnen. Brauche noch keinen Grund zur Sorge. So, so, so. Muss nur sicher gehen, dass Sie hier auch alles aufgeschrieben haben, was Sie mitnehmen. 9 Heuballen. Passt alles. Super Typ. Der wird durchgelassen. Freue ich mich, dass er da war. Hier, Maximov, kannst du die Sachen wegnehmen? Danke dir, Maximov. Wir dürfen weiter. Der Kontrollbericht ist genehmigt. Na, endlich. Ah, so lange habe ich jetzt nicht gebraucht. Ganz ruhig. Ah, warten Sie, ihr habt hier was kaputt. Auch das hätte ich einschreiben müssen. Dokumente waren in Ordnung. Ja, hätte ich einschreiben müssen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen. Naja. Habe ich nicht direkt gesehen. Zero no Haiku, danke schön für deinen Sub im ersten. Hier einmal durchfahren, bitte. Oh, schönes Auto. Schönes Auto von vorne, von hinten ein bisschen katastrophal. 1400 wiegt das Ding. Moin. Dokumente, bitte. Nimm sie, ich brauche sie wieder zurück. Ja, ja, kriegst du wieder zurück, alles gut. Passt alles, Passnummer. Passt auch. Name. Passt super. 2000 darf er wiegen. Wiegt 1400. Sieht schön aus alles. Ah, einen Platten sehe ich hier. Einen Platten. Das muss ich natürlich vermerken. In meinem Kontrollbericht. Kaputte Reifen. Einen kaputten Reifen. So. Sonst passt alles. Wir müssen jetzt mal hier kurz. Warte mal. Hat er die Handelslizenz dabei? Er hat gar keine Handelslizenz dabei. Das heißt, er darf hier gar nichts mitnehmen. Ah, okay, er hat auch nichts damit. Einfach nur einen kaputten Reifen. Da wollen wir nochmal kurz hier ein bisschen sicherer kontrollieren. Ja, passt. Ja, im Reifen, da ist kein Schlangenzeichen. Aha! Falschgeld. So, das war's für Sie, Sir. Einmal aussteigen, bitte. Wollen wir mal nochmal drinnen gucken. Aha. Unglaublich. So, so, das ist schön lecker. Das Falschgeld werde ich benutzen, mein Freund. Und ich darf, weil ich bei der Polizei bin. Verstehst du? So. Mach jetzt keine Kacke, du wirst gefangen genommen. Ich mach keinen großen Fehler. Zack. Oh, du wurdest befördert. Ja, Beförderung bringt mir nichts, wenn ich kein Geld bekomme. Neue Posten-Upgrades verfügbar. Ja, ich brauche mehr Geld, aber ich habe Minus. Ich habe Schulden. Unsere Genskontrolle hat Schulden, Maximov. Verstehst du das? Unsere Genskontrolle hat Schulden. Mann. So, nächster. Minus 111. Wir brauchen ein bisschen mehr Kohle. Durchfahren, bitte. So, im Inventar habe ich ein paar Sachen, aber die können wir noch gleich wegtun. So. Moin! Hm, Sie sehen fresh aus. Einmal trotzdem Dokumente, bitte. Oh, mal gucken. Ernst Krastei. Ah, deutscher Name. Aus Deutschland also. Materialienhandelslizenz. Das ist auch super. Auch die Passnummer muss passen. Passt, super. Okay, es passt alles bisher. So, am Auto ist auch alles gut. Wo
vorne auch nochmal abchecken. Ja, nichts kaputt. Das freut mich, das freut mich, das freut mich. So, das sieht gut für sie aus. Sie haben Materialien mit. Ich muss alles kontrollieren, es tut mir leid. Ich brauche das Geld. So, an den Materialien scheint nichts zu sein. Darf er das mitnehmen? Freigeil. Bananas, dafür hat er keine Lizenz. Handelslizenz nur für Materialien. Die können sie nicht mitnehmen, mein Freund. Außerdem wird das hier jetzt aufgemacht. Da sind wirklich nur Bananen drin. Ich werde jetzt nochmal die ganzen Sachen hier abchecken. Okay, ist nichts drin. Okay, Maximov, du kannst wieder einladen. Aber der darf nicht durch damit. Ja, da stand 3 Bananen auf dem Frachtbrief, aber er hat keine Handelslizenz für Bananen. Er hat die Handelslizenz nur für Materialien. Als sorgenvorsorgender Händler führt die Partei neue Vorschriften. Händler aus den Nachbarländern dürfen die Grenze nur überqueren, wenn sie eine gültige Handelslizenz für die jeweilige Ware besitzen. Und er hat Handelslizenz nur für Materialien. Deswegen muss ich ablehnen. Tatsächlich. Kaputte Reifen hat er nicht. Handelslizenz, aktuelle Einreisebestimmung. Passt nicht. Wenn ich jetzt Fehler, wenn das jetzt ein Fehler ist, ist es mein Fehler, aber Bananen sind für mich keine Materialien. So, einmal durchfahren bitte. Müsste richtig gewesen sein. War richtig. Perfekte Fahrzeugkontrolle. $160 und damit sind wir wieder im Plus. Und wir gehen jetzt direkt wieder schlafen, weil wir jetzt endlich wieder Geld machen. Endlich haben wir wieder ein bisschen Plüsschen in dem Nüsschen. Sehr schön. So. Stark, Chat. Wichtig. Darauf erstmal einen Löffel. Mann! Was passiert hier? Nein. Mist, 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 Mist. Maximov, zieh durch. Digga, wieso kann ich ihn nicht treffen? Ich kann sie nicht treffen, der kommt. Hey! Ich hab ihn. Wie viele sind das? Ich hab ihn, oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga! Oh mein Gott, gut gemacht! Es ist eindeutig zu sehen, dass du dem Job gewachsen bist. Maximov! Ihr müsst mir ein bisschen besser helfen, okay? Ist irgendwer von uns gestorben? 100 Euro haben wir für medizinische Behandlung ausgegeben. Wo ist unser dritter Mann?
Nein! Na! Er ist schon wieder am Chillen, Digga. Oh mein, mach deine scheiß Tür zu, Digga. Chillt er sich dahin, als wäre nichts passiert. Maximov, dir geht's gut, oder? $540 haben wir dadurch bekommen. Wir sind im Plus. Es war teilweise gut, dass wir angegriffen wurden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Ganze hier so ein bisschen upgraden. Jungs, wir können nicht mehr so leicht zu überfallen sein. Mann! Erstmal schlafen wieder. Maximov wurde angeballert. Unglaublich, Chat. Guter Tag. Gefängnisausbruch. Ich muss mal kurz gucken, ob er irgendwas reifentechnisch kaputt hat. Hat er auch nicht. Er scheint perfekt zu sein. Also hier gültig bis 5. Juni. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ja, passt. Passt alles. Wir dürfen weiterfahren. Datum war falsch? Nee, war richtig. Hä? Es muss nicht das Datum sein, sondern es ist gültig bis. Digga, 5 Leute schreiben Datum, obwohl... Es war Juni und Juli. Ja, gültig bis Juni. Es ist gerade Mai. Bräh. Guter Chat. So, der ist es auf jeden Fall nicht. Moin, einmal bitte die Dokumente. Moin, Dosch. So... Hier sieht doch alles gut aus. Hä? So, was mit Sound? Nicht wegfahren! Ja, wegfahren wäre vielleicht gut, ne? Ich habe ein paar Dinge zum Handeln. Bist du interessiert? Ja, erstmal aussteigen! Erstmal aussteigen! Ja, natürlich steige ich aus. Ja, hätte ich auch gesagt, wenn ich Drogen im Auto hätte. Als wäre nichts. Lass mich ja verarschen. So. Ja, was kannst du denn handeln, Bro? Kauf nur die Sachen. Ja, ich brauche nichts kaufen. Sackkartoffeln, Digga. Ich brauche keine Sackkartoffeln, okay? Festgenommen. Ja, nicht das. Ja, denkst du, ich bin dumm, ne? Ich habe mir dein Auto nicht mal angeguckt. Ich weiß ganz genau, dass du ein Gefangener bist. Ja, Krimineller festgenommen. So, dann wollen wir mal gucken, was du dabei hattest. Ah, mal gucken. Aha, Munition. Okay, okay, was haben wir hier? Noch mehr. Clever, clever, clever. Oh mein Gott, Digga, das haben wir das erste Mal. Alter, wie viel wollte der Typ mitnehmen? Wenn jetzt... Alter, der Typ, oha, wie viel der mitnehmen wollte. Er hat, glaube ich, das... Oh mein Gott, Digga, er hat das Maximum ausgeschöpft, wirklich. Da waren sogar Granaten dabei gerade, Hilfe. Wollen wir noch hinten gucken. Also der war wirklich dreist. Der hat alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte, Real Talk Chat. Oh mein Gott, Bro, bitte. Digga, ist das heftig, Chat. Ist das heftig. Er wirklich... Er hatte alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Was warst du? Ja, einmal Kontrolle, ging sauber. So. Bro, einer schreibt Lenkrad 5-mal, Bro. Aber er schreibt Lenkrad falsch. Dann guck ich nicht nochmal. Okay, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel im Inventar gerade. Ja, Inventar ist wirklich voll. Der hat unser Inventar gefüllt. Wir müssen heute nach der Arbeit mal auf jeden Fall alles wieder so ein bisschen verkaufen gehen. Guck mal, das passt nicht mal alles rein.
Und dann haben wir bestimmt auch Geld, um irgendwas zu verbessern, wenn wir die Sachen verkaufen. Muss mal auf der Map gucken, ob hier vielleicht wieder irgendwie irgendwas... Patrouille, fahre zu den Angegebenen und sorge dafür, dass sie sicher sind. Kriege ich 560 dafür. Mache ich gleich vielleicht sogar noch. 560 haben oder nicht haben? Einmal durchfahren, bitte. Grünes Auto ist hier, glaube ich, mit eingezeichnet. Ja, muss ich drauf aufpassen. So, stehen bleiben, bitte. 1300 wiegt das Auto. Moin, einmal Dokumente, bitte. Danke. Ups. So, Bochum. Passt. Passt auch. Maximalgewicht 1500. Wurde nicht überschritten. Er hat Einreiseerlaubnis, aber keine Handelslizenz. Er hat keine Handelslizenz. Oder brauchen wir keine Handelslizenz? Doch, doch, doch. So, du kommst auf jeden Fall schon mal nicht ins Land. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Oh, der Typ bringt keine zwei Bierfässer weg. Nee, 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 nee. Ober, nie madre Problem. Okay, kein Problem, ne? Hast nichts mitgenommen oder so, ne? Zur Seite. Ist ja dumm. Ist unnötig, ne? Du hast nichts mit. Ja, ja, kenne ich den Klassiker. So, das wird hier ausgeladen, mein Freund. Jetzt wird hier nochmal kontrolliert, ob du hier noch irgendwas... Das ist nur eine kleine Menge, tut mir leid. Ja, 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 natürlich, ne? Nur eine kleine Menge. Wo ist mein Messer? Ich habe kein Messer mehr. Och Mist, kann man das damit... Man kriegt das so nicht auf. Was mit der Axt? Ich krieg das so nicht auf. Mist. Ich kann das gerade nicht aufbekommen. Das ist ein bisschen tragisch, aber nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall festgenommen. Jetzt gerade können wir das nicht beschlagnahmen, aber er wird es auf jeden Fall nicht durchbekommen. Das ist das Wichtigste. Erstmal, für sie geht es ins Gefängnis. Im Lager haben wir da nichts. Kein Messer. Haben wir nur eine Schaufel. Leise sein. Okay? Haben wir uns da verstanden? Leise sein. So. War sonst noch irgendwas am Auto? Mal kurz rechts, links, rum, rundherum. Da war nichts, das habe ich gerade schon geguckt. Da bin ich mal gespannt, was er mitgenommen hat, Chat. Ich denke mal, genau das, was er auch im Auto hatte. Aha. Aber in Bier getunkt. Wie? So, Maximov, du kannst wieder sauber machen. Danke dir. Man muss sich auch mal bei Maximov bedanken, Chat, dafür, dass er das immer macht. Ist nicht selbstverständlich. So, der nächste kann einmal durch. So, wir haben hier noch einen Gefahndeten, dürfen wir nicht vergessen, ne? Das ist ja... Los geht's. Los geht's. Mach mir Platz. Ergreife den Flüchtling, mach ich. Wir brauchen ein neues Auto, ganz dringend. Ich habe versucht, seinen Reifen abzuschießen. Fahre ich gerade richtig? Mist, ich sehe nur ein Ausrufezeichen. Da ist er, da ist er. Wir haben ihn, Chat. Ich hätte eine Abkürzung nehmen sollen. Das wäre eine Abkürzung gewesen hier. Über das Parkhaus. Über den Parkplatz. Das kriegen wir hin. Bleib stehen! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Ich glaube, das war richtig gut, dass ich einen Reifen angeschossen habe.
Ich weiß aber nicht, ob ich sein Auto oder ihn getroffen habe. Das weiß ich gerade nicht. Ich hoffe, ich habe den Reifen getroffen. Dass ich hier mit meinem Wagen hier Van mithalten kann, ist aber auch schon verrückt. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab dich gleich. Ich bin hinter dir. Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Bleib stehen. Seine Reifen sehen in Ordnung aus. Digga, gib nicht auf. Er gibt nicht auf. Ja, endlich, Digga. Okay, die Hände oben. Hände hoch. Ich hab dich. Wie, es ist noch nicht vorbei. Bist du doof? Wir haben ihn. Hat er irgendwas mitgehabt? Er hatte 3 Toiletten einfach mit. Die Sachen kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Müssen wir hier lassen. Sorry, Leute. Es kann direkt weitergehen für sie. Ruhig fahren, bitte. Wo sind wir gerade? Wenn wir jetzt hier gerade ausfahren. Ja. Drehen macht schon mehr Sinn. Mal hier drehen. Wir haben ihn hinbekommen. W ist in den Chat, Jungs. Wir haben ihn bekommen. Auf der Rückfahrt können wir tatsächlich noch das hier erledigen. Ah, ich dachte, ich kann mit der Maus drauf. Auf der Rückfahrt gibt es auf jeden Fall noch eine Erledigung, wofür wir 500 Euro bekommen können. Das nehmen wir mit und dann können wir sicherlich was upgraden. Also ich hoffe es wirklich. So, hochfahren. Moin, Jungs! Hier muss die Erledigung sein. Da. Kurz eine Kontrolle machen. Ich habe leider nichts mitgenommen, Chef. Sonst hätte ich... Moin. Genosse, ich habe eine große Bitte an dich. Der Kommandant hat mich wieder zu dieser blöden Patrouille eingeteilt und ich hatte schon eine Verabredung mit den Jungs zum Kartenspielen. Könntest du für mich einspringen? Akzeptieren. Patrouille. Zu überprüfen Orte 3. Okay. Die 3 Orte müssen wir kurz überprüfen, Chat. Kriegen wir hin. Warte mal. Ich hab voll vergessen. Wir können ja zu Orten springen, aber das sind alles Orte, wo wir hinfahren müssen. Kriegen wir hin. Kein Problem. Geh Karten spielen. Kannst gern öfter anrufen. Wir brauchen das Geld. Für die Grenzbehörde. Leute, ist die Polizei ein bisschen vorsichtiger fahren. Mann. Warte, macht es Sinn? Ja, es macht schon Sinn, das andere erstmal abzuchecken. Oh. Oh, das war knapp. Fast gegen den Stein gehämmert. Macht schon Sinn, den Ort hier erstmal abzuchecken, okay. Oh, sind wir da? Ja. Ist alles okay? Patrouille. Patrouille fahren ist ja auch nicht... Ah, jetzt fällt es mir auf. Patrouille fahren heißt ja auch nicht, irgendwen beschützen zu müssen oder verdächtige Orte überprüfen, sondern einfach nur ein paar Orte überprüfen.
Wir sind auf Patrouille. Machen wir nachkühlen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die erschießen? Ich muss sie erschießen! Digga. Oh nein, ich habe nicht mehr viel Leben. Wo ist er? War da einer hingelaufen? Ich glaube, ich hab Geister gesehen. Da ist er. Warte, kann man die looten? Was labert ihr? Kurz rückwärts, Chat. Ich glaube, die Leichen sind sogar despawned, oder? Ah. Ah, nee. Oh. Ein Päckchen Zigaretten, ein Päckchen Alkohol. Was mit... Wo sind die anderen? Guck, hier sind auch viele, die spawnt. Die sind keine mehr. Ich glaube, Munition haben wir noch ein bisschen im Lager. Aber ich muss Munition und Messer kaufen. Ja. Ja, wir mussten eh nach dem Tag heute mit dem Geld einkaufen gehen. Wir haben erst 681. Munition und Messer kann ich theoretisch schon kaufen. Ein Ort müssen wir noch abchecken. So, wenn wir jetzt am meisten Sinn würde machen, hier einfach links. Mann, auf der Patrouille angegriffen worden. Dann habe ich das für $500 gemacht, mein Leben riskiert. 6 Leuten ermordet. Dass ich da nur so wenig für bekommen habe, ist ja verrückt. Fahr mal ein bisschen schneller. Überholspur. Oh nein, sorry. Warten Sie! Mann! Die vergessen manchmal mit, dass ich hier Polizist bin. So, geschmeidigst überholt. Wir sind gleich da. Okay, was geht denn hier ab? Alter, wollt ihr... Ich kann nicht aussteigen! Steig doch raus! Wie dumm, Digga, ich konnte einfach nicht aussteigen. Digga, das war ja das Dümmste.
Ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Digga, wir müssen jetzt einfach damit alle töten. Das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, Bro. Warte, wir müssen ganz heute nochmal neu spielen? Du kannst deinen Tag neu starten oder den letzten Kontrollpunkt laden. Kontrollpunkt. Ich habe eigentlich den Tag super gespielt. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, okay. Ah, Mist. Warte, lass mich hier direkt mal kurz neue Waffen kaufen. Dann mache ich alles mit einer neuen Waffe. Aber ich habe nur 681 und ich will jetzt nicht alles für eine AK ausgeben. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich glaube, ich kann sogar... AK kostet sogar 1000 oder so. Moin, moin, moin. Übergib die gesamte Schmuggelwaage. Was habe ich denn mit? Ja, können wir machen. 367, super, sehr gut. Ich würde... Warte mal. Kann ich denn nicht hier auch Sachen kaufen? Nee, das bei dem anderen Typen. Mist. Jetzt haben wir aber 1000. Jetzt lass ich mal kurz zu dem anderen Typen spawnen. Hier. Bei Vlad. Warte. Muss ich neben meinem Auto stehen, um dahin zu kommen? Ich glaube schon. Ich mach das, kein Ding. Hä? Aber ich gerade auf Patrouille bin. Okay, alles gut. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das, dass ich erst so fahre, dass ich da durchfahren kann. Das heißt hier erst. Digga, muss ich hier erstmal drehen oder was? So, also, wir gehen jetzt erstmal nach links. Einmal hier kurz das Licht anschalten. Schon dunkel geworden bisher, das macht es natürlich nicht einfacher. So, gleich kommt die erste Attacke. Du hast doch keine Munition. Habe ich jetzt wieder keine Munition oder was? Oder habe ich jetzt wieder neue Munition? Hey, wer hat verpiss dich gesagt? Ich habe Munition. Boah, das war knapp. So, wann werde ich angegriffen? Ich erschrecke mich bei den Angriffen auch immer so. Nee! Beim ersten Ort werde ich gar nicht angegriffen. Nur bei den anderen zwei Orten anscheinend. So, dann fahren wir mal bei einem Vlad vorbei. Kaufen uns da noch Munition und Waffen. Wir brauchen eh wieder ein Messer auch. Wir sind angekommen. Zack. Moin, 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 moin. Moin, Vlad. Ja, ich muss was kaufen wieder. Da bin ich wieder. Messer brauche ich. 55 kostet. Eieiei, Digga. Du musst deine Preise senken, Vlad. Ich sag dir ehrlich. Du musst einfach mal deine Preise senken. So. Meine Axt ist auch fast kaputt. Muss ich auch eine neue kaufen. Ich muss. Das ist ja so unkorrekt von dir. Waffen. Was hast du da zu bieten? Munition. 700 für die Schrotflinte, ne? Ich sag dir, Vlad, das ist zu teuer, Vlad. Das ist zu teuer. Gib mir eine Granate für 105. Nee, guck mal, dann lohnt es sich das auch der ganze Aufwand schon nicht mehr. Ich hole mir nur die Munition. So, dann lohnt sich der ganze Aufwand schon nicht mehr. Wenn ich mir eine Granate hole und nur 500 bekomme. Das war ein gutes Geschäft. Ja, ja. Ich
Junge, mit dir, für dich ist immer ein gutes Geschäft, komischerweise. Für dich ist komischerweise immer ein gutes Geschäft. So, soll ich vielleicht schon mal, ich kaufe schon mal ein Messer vor und eine Axt vor. Hab ich noch irgendwas, was ich noch brauche? Ich glaube nicht. Eine Brechstange kann ich noch holen, eine. Komm. Ja, halt's Maul, Mann. Ganz ehrlich. So ein Dreckiger, ne, mit seinen Geschäften. So, Motor starten. Los geht's. Hallo. Fahren Sie weiter. Fahren Sie doch weiter. Was ist denn los? Oh, ich fahr falsch. Und Rückwärtsgang. Och, Mann. Okay, jetzt haben wir Munition, Chat. Jetzt geht's ab. Gib mir deine Sachen. Ah, schmeck Munition. Jetzt bleibt immer nur einer übrig, den man looten kann. Oder nee, hier sind auch noch zwei. Hier ist auch noch einer. Munition für Maschinenpistole, sehr schön. Mist! Oh, bitte! Wieso kann ich das denn nicht aufheben? Oh, das wäre so schön gewesen. Die spawnen, man muss die schnell looten. Mann, stellt euch mal vor, das hätten wir bekommen. Och, Mann. Egal, jetzt dafür der andere Ort. Mann. So, und jetzt zappen nochmal. Oh, wir haben auch nur ein Zeitlimit, wo wir die überprüfen müssen. 2 Minuten 30 haben wir noch. Jetzt geht's ab. Tschüss. Καλά, ατσμένο. Πατστούρβα τουράς. Καλά, ατσμένο. Πατστούρβα τουράς. Where is the spawn? Was mit den anderen? Warum die spawnen alle? Warum sind alle die spawned, Mann? Als ob ich keinen looten darf. Unkorrekt ist unkorrekt, meine Freunde. Unkorrekt ist unkorrekt. Alle die spawned. Das waren keine Angriffe, das war Patrouille, deswegen durfte ich nicht wegfahren. So.
Wir haben das Geld bekommen, Chat. 1200 Dollar reicher. Das gefällt mir. Damit fahren wir erstmal wieder zurück, gucken, ob wir noch wen kontrollieren können. Ja, jetzt kann ich durchfahren. Haut rein. Ich habe meine 500 genommen. Wenn das während der 500 passiert, hätte ich das jetzt mitgenommen. So bekomme ich kein Geld dafür, deswegen lasst mich in Ruhe. Ihr bezahlt mir nicht meine Munition. Ihr seid meine Munition nicht wert. Wir sind da, Leute. Wir sind da. Endlich. Moin, moin, moin. So. Gibt es noch irgendwen, den wir... Ne, keinen, den wir mehr kontrollieren müssen anscheinend. Moin, Leute. Maximo, wie geht es dir? Okay. Wir haben 1200, ich glaube, damit was zu verbessern, schwer. Digga, ihr fuck mich so ab. Ne? Polizeiauto. Polizeiauto, ihr werdet beide weggebracht. Jetzt. So, ich nehme die ganzen Sachen mit. Die werden wir jetzt alle verkaufen und werden Kohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Das wird hier alles mitgenommen. So, ich habe keinen Bock, zweimal zu fahren. Ja, lass jetzt mal. Es sieht zwar falsch auf, Maximov und so, aber ich bring das wirklich weg und verkaufe es. Wirklich. Ah, ich vergib es der Polizei, meine ich. Die können alle mit. Dann wollen wir mal, ne? Maps, einmal bitte zur Polizei. Kurz einen Schlöffel nehmen zu essen. Let's go. Ich hab Gefangene dabei, Sir. 1000 bekommen, Bro. 1000! Ich hab noch... Ah, die Gefangene müssen woanders hin. Vergessen. Einmal zum Sägewerk. Boah, wir kommen da echt spät an. 21.22 Uhr erst. Dafür sollte ich auch eigentlich Geld bekommen. Scholek. Ja. Gefangene. 420 bekommen, Junge. So gut, ne? So gut. Alter, wir kommen um 23 Uhr an, aber wir haben jetzt 2400, um irgendwas zu verbessern, Chat. 2400 ist so gut. Dankeschön. Gebäude verbessern. Das kostet 4700. Das ist zu teuer.
Das Büro verbessern kostet 2200. Das können wir jetzt machen. Zäune können wir verbessern. Wir können die Kaserne verbessern. Was ist denn die Kaserne? Naja, wir können die Straßen verbessern. Boah, das gefällt mir eigentlich, Chat. Wir sind so oft in den Straßen unterwegs. Die Garage verbessern. Nicht so wichtig, sage ich. Frachtbereich. Kostet 1000. Und Beleuchtung. Wir könnten doch Frachtbereich und Beleuchtung. Wir könnten so zwei Stück zusammen. Tore und Straßen wäre zu teuer, oder? Ja, dafür brauchen wir noch 500. Dann machen wir jetzt erstmal die Straßen und versuchen direkt am nächsten Tag die Tore zu verbessern. Let's go. Wow. Wow, jetzt haben wir erhöhte Anzahl von Besuchern, weil die Leute lieber über unsere Grenze fahren. Ach so. Let's go, guckt euch das an. Oh mein Gott, wie schön. Wie schön das jetzt hier ist. Endlich, Chat. Schönes Haus, schöne Straßen. Schön schlafen. Ergibt sich daraus. Boah, ich habe so schön geschlafen. So schön. Gehen wir rein in den Kack. Raus aus den Federn. Jo, jo, jo. Moin, moin, moin. Der Gesuchte, den wir noch nicht gefunden haben. Schmuggelfahrer mit der Zulassungsnummer. Handelslizenzen sind immer noch benötigt. Fahren Sie durch, mein Freund. Fahren Sie durch, mein Freund. Auf den neuen Straßen. Sie sind der Erste, mein Freund. Ich darf Sie begrüßen zu der verbesserten Grenzkontrolle. Warte mal. Das ist er nicht. So, Sie sitzen so hoch. Ich komme da ja kaum dran. Alter. Finde ich schon schlecht. Wie viel wiegt das Ding? 4800. Wie viel darf es wiegen? 6200. Passt. So, passt. Einreiseerlaubnis ist gefälscht. Das ist gar nicht gut. Das heißt, so oder so dürfen sie jetzt nicht durch. Es tut mir leid. Ja, ich muss es kontrollieren, Junge. Du hast gefälschte Einreiseerlaubnis. So, einmal aussteigen, bitte. Aussteigen. Oh, hier ist nichts drin, ne? Hier ist alles sauber. Das gefällt mir. Dann wollen wir nochmal kontrollieren. Oh, ist alles sauber. Passt das auch? Ein Gaschert. Zwei Toiletten. Eine Waschmaschine. Passt alles. Man muss sich einfach nur ablehnen. Ja, du kannst alles einräumen. So, es passt alles, mein Freund, aber es muss trotzdem was besprochen werden. Und zwar kann ich sie nicht durchlassen, weil, wie Sie sehen am Kontrollbericht, Name, Nachname ist gefälscht. Ich mache keinen Fehler. Okay? Ich muss erstmal meine ganzen Sachen wiederholen. Zurückfahren natürlich, ne? Hoffentlich flieht er nicht, sonst habe ich ein Problem. Er hat meinen Freund überfahren. Ja, hat gepasst, super. So, das passt. So, sie können durch. Mann.
Er hatte nicht mal was dabei, was ich nehmen kann. Digga, er wird jetzt immer überfahren, ne? Ich werde ihn jetzt erstmal hier zur Seite holen. Ich will nicht, dass mein Freund überfahren wird. Auch wenn er immer im Weg steht. So, außerdem möchte ich nicht, dass sie immer direkt eine Leiche sehen. So, so, schon viel besser. Okay. Das könnte ja ohne Brille sein, aber ich glaube, die Bilder, die hier sind, sind immer gleich. Genau wie die Leute aussehen. Danke. Auf seinem Pass sieht er nämlich auch genauso aus. Passnummer, alles passt. Das Ding darf 2000 wiegen. Wie viel wiegt es? 1400. Oh Mann, du willst mich verarschen. Aussteigen. Aussteigen. Mann! Och Mann! Wie ich auch nichts machen konnte. Es geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Und es ist nicht mal der Gesuchte. Und er flüchtet trotzdem. Unglaublich. Unglaublich. Ich brauche ein neues Auto. Kann man sich auch ein neues Auto holen? Ich hole mir die Abkürzung. Abkürzung. Clever. Jetzt habe ich die Abkürzung genommen. Ich lerne, Chat. Ich lerne. Ich bin dir auf den Fersen. Ich krieg dich noch. Ich hab ihn gleich. Kommen Sie her, Monsieur. Kommen Sie her, Monsieur. Nein. Hä? Er hat wen überfahren? Er hat einen Polizisten überfahren. Aussteigen, festgenommen, sie sind festgenommen. Wir sehen uns nicht noch. Sehr hässlich. So, was jetzt hier mit den Sachen? So, einmal ausmachen, bitte, das nervt mich. Nehmen wir natürlich auch mit. Der ja. Der wollte hier wieder so viel mitnehmen wie möglich, ne? Der wollte hier wieder so viel mitnehmen wie möglich. Nicht bei mir, mein Freund. Nicht, wenn du bei mir kontrollieren musst. Tja, so ist das. Aha. Ist klein, aber fein. Haben wir auch noch ein kleines oder feines Bildchen. Der hat in jedem Reifen was. Unglaublich. Aha. Da drin ist eh nichts, aber... Ach, ich krieg's nicht zu. Was drin sein, ja. Warte mal. Hier drin ist nichts. Oh nein, ich komme nicht raus. Oh nein. Bug. Alter. Digga, das Spiel ist aber voll realistisch. Ich konnte einfach mein Auto wegschlagen.
Wie cool. Dann haben wir direkt einen Gefangenen. Was haben wir denn hier? Warum ist da ein Flughafen draufgezeichnet? Mach mal kurz Motor aus. Schmuggelwaffe abwerfen. Übernimm die abgeworfene Schmuggelware und besiege alle Schmuggler, denen du begegnest. Übernimm die abgeworfene Schmuggelware. Oh Gott, Digga, jetzt geht's hier auch noch ab, Junge. Hier geht's auch noch ab, weil der Polizist tot ist. Los geht's. Ist denn die Schmuggelware? Ah ne, der Polizist wurde ja getötet, mit dem die Quest gemacht wird. Der hat den Polizist doch überfahren. Ich kann den Polizisten gar nicht mehr ansprechen. Er wurde getötet, Chat. Naja. Dann doch anscheinend nicht. Wieder gut gemacht, Chat. Wieder gut gemacht. Was für ein Sound? Werde ich jetzt nochmal angegriffen? Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Wie einfach es war. Ich werde hinterher. Die fahren mir hinterher? Nee, die fahren woanders hin. Moin, ich bin wieder da. Moin. Einmal bitte ins Gefängnis. So, wer repariert das jetzt hier wieder? Wofür habe ich das upgraded? Manometer. So. Haben wir zu viel? Wir haben zu viel im Inventar. Warte, den nächsten können wir schon mal reinlassen. Auf entspannt. Auf tranquil. Ich hoffe, der fährt mir jetzt nicht durch. Das wäre katastrophal. Ah, ich höre, er bleibt stehen. Sehr gut. Wir haben wieder so viel Schmuggelware, ne? Der hatte so viel dabei. Das können wir wieder verkaufen gehen, das ist gut. 1300. Moin, sind Sie das? Sind Sie nicht. Geben Sie mir Ihr Dokument bitte. Dankeschön. Was ist mit dem Auto passiert? Fikret. Fikret, komischer Name. Passnummer. Er hat Gepäck, 3 Stück. Ich glaube, das ist okay. Dafür braucht man keine Handelslizenz, weil mit Gepäck handelt man ja nicht. 1500 darf das Ding wiegen. Es wiegt 1300. Ist ja eigentlich alles gut. Ah. Hier stimmt auf jeden Fall, hier fehlt was. Defekte Karosserie, fehlende Stoßstange. Defekte Karosserie. Mal aussteigen bitte. Oh. Scheint alles sauber zu sein. Er hat auch nur 3 Sachen mit. Guter Mann.
Wir dürfen weiterfahren. Tatsächlich. Außer, dass das Auto kaputt ist. Können Sie handeln? Er kauft Päckchen Zigaretten. Hatte ich nicht ein Päckchen Zigaretten? Ah ja, egal. Fahren Sie. Maximow, lad mal bitte alles wieder um, mein Freund. Ad Maduro. Kontrolle ist beendet. Genehmigt. Vielen Dank, ja, kein Problem, mein Freund. Oh, tschüss. Ich hoffe, ist alles okay bei dem. Oh, jawohl, wir haben wieder alles richtig gemacht. Wir machen alles richtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier gleich noch wegkommt. Ich bereite mich schon mal vor auf Fahndung. Der Typ. Moin. Einmal bitte die Papiere. Dankeschön. Amina. Amina Kilic. Amina Kilic. Alles passt. Er hat Handel für Haushaltsgegenstände. Willst du etwas Geld verdienen? Ich würde gerne etwas kaufen. Was denn? Kauft Kartoffeln und Waschpulver. Nee. Dann würde ich kein Geld verdienen. Scheint bei ihm alles vernünftig zu sein. Oh, mal gucken. Er hat keine Sachen für Materialien. Das sind nicht nur Haushaltsgegenstände, sehe ich hier. Hier dürfen momentan so wenige durch. Der hat nicht die Handelslizenz für diese Sachen. Er hat Handelslizenz nur für Haushaltsgegenstände. Radioaktive Materialien steht zwar in seinem Frachtbrief. Mich stört aber, dass das ein ganz... Ach, die Arbeitszeit ist vorbei. Nee, die mache ich noch. Die Jungs mache ich hier noch. Der andere ist despawned. Mist. Ja, der Typ hier hat hier nur eine falsche... Hat hier alles super eigentlich. Wenn ich hier auch gucke. Käsekiste 3, Zement 5, Gasschert 1, Heuballen 11, radioaktive Material. Passt alles, aber er hat nicht die Lizenz dafür. Tut mir leid. Alles rein. So, und mein Freund, Kontrolle ist beendet. Wir dürfen nicht durch. Tut mir leid. Es tut mir leid. Wie gesagt, es ist nicht, weil ich sie nicht mag oder so. Aber jetzt einmal bitte drehen. Sehr schön. Und durchfahren. Müsste richtig sein. War falsch. Ah, ich habe Kontrollbericht nichts markiert. Mist. Und deswegen werden wir 160 abgezogen. Das ist echt hart, finde ich. Das ist echt hart. Es war richtig, aber ich habe nichts markiert. Dann gehen wir schlafen. Wir haben jetzt doch leider nicht genug Geld bekommen, um... Wir haben leider insgesamt heute Minus gemacht wegen dem Typen gerade. Und der Kacktyp, der da abgehauen ist. Und deswegen, müssen wir versuchen, heute so viel Plus zu machen wie möglich. Ja, ich habe gut geschlafen. So, Handelslizenz. Immer noch der eine, der gefahndet ist. Ich finde es krass, der ist immer noch nicht gekommen. Vielleicht fährt er ja auch gar nicht bei uns durch. Sie können durch. Bitte durchfahren einmal hier. Fahren Sie durch. Danke, danke. Die neuen Straßen so gut, ne? 2300. Moin! Schönen Tag. Ja. Fikret, schon wieder ein Fikret.
Maximalgewicht 2800. Passt alles. Er hat eine Handelslizenz für Lebensmittel. Hat ein Bierfass und radioaktive Materialien. Ist kein Lebensmittel, Bro. Das passt schon mal nicht, wisst ihr? So. Wie soll ich ihn dann durchlassen? Warum nimmt der radioaktive Materialien mit? Bruder, du bist eh schon raus. Du bist eh schon... Du kommst nicht durch hier. Einmal aussteigen. Du bist eh auch unhöflich, so das nervt mich. Raus, zur Seite. Zur Seite. Guck mal, er schmuggelt nicht mal aus, aber du weißt vielleicht nichts von der neuen Handelslizenz, die du brauchst hier. Weißt du, deswegen einfach mal entspannen, Mann. Hier, guck mal hier, das darfst du gar nicht mitnehmen. Hast du gar nicht die Lizenz dafür. Hast du alles notiert? Passt eigentlich alles. Siehst du, 3, 4, passt. Könntest beiseite. Du kannst es wieder einpacken auch und er darf wieder nach Hause. So, wo bist du? So, ich kann dir sagen, bist verweigert. Passt nicht. Wegen der Handelslizenz. Oh. Kannst dich Radio voll empfangen. Wer hat überhaupt radioaktive Sachen mit? Los. So, der nächste kann einmal durch. Was denn mit dem? Ich sollte mit ihm reden, weil er nichts macht. Hä? Sorek. Moin. Atris. Akravrotai. Brasil heißt der. Was ist das für ein komischer Name? Er hat zwei Gepäck mit, alles super. Maximalgewicht 2000, wie viel haben wir hier? Passt auch. Mal gucken, ob du irgendwas mit hast. Alles sieht super aus, der gefällt mir. Der Typ gefällt mir. Dem vertraue ich an hier. Zack, 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 zack. Mal kurz hier gucken. Du siehst aus wie ein Guter, mein Freund. Du wirst gleich sofort weitergelassen, alles gut. Lass mal einmal kurz hier... Motorhaube aufmachen. Alles, Digga. Clean, clean, crispy, clean. Der darf weiter. Hm? Ladung zurückgeben. So, mein Freund. Alles super gewesen. Ich gucke mir nochmal deine Dokumente an. Es hat alles wirklich gepasst. Gepäck hast du zwei mitgehabt. Hier. Hä? So, ich habe Frachtbrief verglichen. Ja. Kannst du durchfahren, mein Freund. Fahr durch. Atlista. Let's go. Der nächste einmal bitte. Wir haben unser Geld wieder durch. Ich warte immer noch auf diesen Typen hier. Moin! Wie geht's dir? Einmal die Dokumente bitte. Ist das wirklich notwendig? Natürlich, bei jedem. Außer du bist irgendeine bekannte Person, die ich nicht kenne. So, es passt alles. 4200 darf das Ding wiegen. Es wiegt 3700. Hat er hier irgendwas Reifen oder so kaputt? Einmal kurz abchecken. Scheint auch alles sauber zu sein. Sehr schön, gefällt mir. Die Leute heutzutage sind echt korrekt drauf. Einmal Kohle mit. Hat er denn die Handelslizenz dafür? Haben sie die Handellizenz für Kohle? Materialien. Passt. Der Typ darf auch durch. Was haben wir denn noch? Was ist los heute? Oh, ist das da oben? Da ist nichts drauf. So, nichts kaputt? Korrekt ist korrekt, du wirst
Genehmigt, mein Freund. Alara, Arschloch. Ich bin weg, ja. Was sagt der Arschloch oder was sagt der da? Ich hoffe, das war richtig. Ah, richtig. Wieder eine. Ey, wir haben heute echt korrekte Leute da. So, machen wir das hier richtig. Oh, wir haben noch zwei Stück. Durchfahren, bitte. Dann haben wir wieder ein K. Da können wir hier die Grenzkontrolldinger noch ein bisschen verbessern. Das ist ja. Aussteigen. Aussteigen. Ich erkenne sie. Das ist er. Und hepp ins Gefängnis, mein Freund. Da mal. Rein da. Denkst du, ich bin doof, auf den Kopf gefallen? Hihihi. Krimineller festgenommen. Doof. 300, man kriegt 300 für ihn, ne? Der wurde gefahndet, habe ich 300 bekommen. Ich habe keine 300 bekommen. Weißt du, was ich do? Ich soll mit ihm reden und er macht nichts. Ich check das nicht. Naja. Er war Krimineller, hat er denn noch was mitgenommen gehabt? Nee. Aber ich glaube, das wäre so weird, wenn er auch was mitnimmt, wenn er eh schon gesucht wird. Irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ne, er hat da nichts mit. Danke, Maximov. Maximov wirklich der beste Chat. Dickes W an Maximov. $350 haben wir bekommen. Wir haben jetzt 1200. Wir haben ihn endlich gefasst, Chat. Wir haben ihn endlich gefasst. Let's go! Das Fahndungsgeld gehört uns. Junge, was ist das denn da für ein Brocken? Warum kommt eine komische Melodie? Ich treffe die auch nicht, ne? Und ich frage mich, warum so eine komische Melodie kommt. Und was denn jetzt mit dem Typen, der vor uns fährt? Du versperrst uns den Weg, Junge. Wie der uns abbremsen will. Nicht mit uns. Weg mit dir. Wir haben dich gleich. Nein! Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt, weil ich die Hupe anmachen wollte. Wie dumm. Wie dumm. Aber ich habe ihn noch, Chat. Alles gut, alles gut. Oh, ich habe so gefettfingert. Ich habe auf S gedrückt, um nach rechts zu fahren. Bleib stehen. Wir haben dich gleich, mein Freund. Nicht mal der Gesuchte ist geflohen. Bleib stehen. Das ist die Polizei. Bleiben Sie stehen. Hast den falschen Polizisten getroffen, mein Freund. Hast den falschen Polizisten getroffen. Boah, wie ich da durchgeschlängelt bin. Da haben wir ihn. Jetzt ist zu spät. Er ist gestorben.
Er ist gestorben. Bleiben Sie stehen. Jetzt wäre gestorben. Er hatte nicht mal was mit. Er ist einfach gestorben. Unnötig. Ah, okay. Alles gut. Alles gut, Leute. Er hatte doch was mit. Ich nehme es zurück. Er ist doch nicht unnötig gestorben, Leute. Alles gut, alles gut. Er hat es doch gut probiert. So, Digga, aber ich sag, guck mal, wisst ihr, was das Traurige ist? Real Talk. Es gibt einfach wirklich Leute, bei denen sowas vorkommt. Also, die sowas machen. Und wisst ihr, was das Traurige ist, Digga? Ich glaube, manche glauben, die müssen das auch machen. Wenn die aus so... Sagen wir mal, wenn die aus so ärmlicheren Verhältnissen kommen und denen wird das so beigebracht in der Gegend, wo sie herkommen, dass das normal ist. Wisst ihr? Ach, Digga, fahr doch zurück, Mann. Es gibt ehrlich Leute, die das auf Ernst machen, so eine Scheiße. Stellt euch mal vor, wie nervös man sein muss, wenn man an der Grenzkontrolle vorbei muss und du hast so illegale Sachen dabei. Sollte man halt nie machen, aber ich meine so, nimmt man nur an, ihr wärt in deren Position. Digga. Ist ja genau dasselbe Gefühl wie bei den Hausaufgaben, wenn man sie nicht hat. Nur ein schlimmer. Ja, Hausaufgaben werden kontrolliert. Möchte wer freiwillig vortragen? Wow. Mein Auto ist kaputt gegangen. Digga, fuck, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Die Hunde, Digga, die... Alter. Alter. Gib mir deine Sachen. Munition für Schrotflinten. Ich habe leider keine Schrotflinte. Gib du mir auch deine Sachen. Schnell, bevor die despawnen. Puh, der hatte Wodka dabei? Was? Was ist mit dem falsch? Oh nein, mein Auto. Oh nein, Bro. Das muss repariert werden. Wir haben zwar ein bisschen Munition bekommen, aber... Wisst ihr, was cool wäre, wenn wir deren Waffen bekommen würden? Das wäre ernst cool. Der hat einfach Messis mit. Ups. Guck mal, der hat schön gewartet. Sehr schön. Was geht ab, Bro? Ich hab alle... Warte mal. Der ist gestorben, ne? Deswegen habe ich keinen mit, der ist halt gestorben, falls du dich fragst, wo er bleibt. So, der nächste darf einmal durchfahren. Ich kann euch aber schon mal sagen, Chat, richtig cool. Wir haben genug Geld, um jetzt nochmal die Grenzdinger da zu verbessern. Es gibt gar keinen, nachdem wir fahren. Bin echt viel Kacke am Dampfen jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen, das ist aber ein Brecherauto. Ah, bitte die Dokumente. Danke sehr. Mal gucken. Cool. Hat er denn die Handelslizenz?
Für Tiere hat er. Hat er. Ja, den würde ich gönnen, wenn er jetzt durchkommt. Zack, passt nochmal. Passt alles, super. 4200. Passt auch. Ja, möchtest du handeln? Was hast du? Er kauft Zigaretten, Toilettenpapier, Päckchen, Kaffee. Bro, du musst illegale Sachen kaufen, wenn du bei mir was kaufen willst. So, wenn ich jetzt mal hier gucke. Scheint alles super zu sein, Chat. Ich wüsste nicht, warum ich den weiter kontrollieren soll. Ist auch nichts kaputt hier. Kann weiter. Der Typ kann weiter. Das muss ich nochmal kurz hier abchecken. Die Handelslizenz ist auch real. Danke, Sir. Alles richtig. Sie dürfen durch. Akaristanska. Akaristan, endlich. Ja, ja, ja. Du bist im richtigen Land, mein Freund. So, mal kurz gucken, nicht, dass hier falsch steht. Richtig. Und damit ist unser Tag vorbei. Wir haben nochmal ein bisschen Geld bekommen. Und wir stecken das Geld jetzt direkt mal rein. Personal. Er kriegt 5 Dollar. Wir können unser Personal verbessern. Polizist Repnin. Er hat eine Pistole. Den können wir uns noch nicht leisten. Sollen wir uns ein paar Polizisten dazu holen? Maximov kriegt er. Ah, den haben wir schon. Als er 6 war, wurde seine Eltern wegen Beleidigung der Staatsgewalt verhaftet. Ah. Man kann ihn verbessern. Man kann die Jungs verbessern. Dann kriegen die aber ein bisschen mehr Gehalt. Will ich meine Jungs verbessern? Polizist Repnin? Noch nie gesehen in meinem Leben. Ah, der chillt da bei den Autos. Unser Fahrzeug können wir verbessern. Oh, die Geschwindigkeit wird ein bisschen besser und die Ausdauer. Ah, okay. Oh, Mist, das ist aber... Ich würde, glaube ich, jetzt erstmal am Gebäude tatsächlich noch... Ich glaube, wir wollten die Zäune verbessern, richtig? Ich guck mal kurz alles durch. Ne, die Tore wollten wir verbessern. Schöne neue Tore. Machen wir jetzt auch einmal. Oh, am liebsten würde ich alles verbessern, Chat, wirklich. Man kann hier so viel machen, das ist verrückt. Tore Nummer 2, verbesserte Funktion der Schranken. Sieht auch schön aus, ernst. Sieht schön aus. So. Mit 2 Gefangene sollte erstmal nichts passieren. Die werden wir aber später irgendwann abgeben. Neue Tore, Chat. Boah, du musst das Auto einmal reparieren, mein Freund. Wie komme ich denn hier durch? Dann morgen, dann morgen. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen in der Nacht. Tägliche Kosten minus 174, okay. Das heißt, wir haben trotzdem Geld gemacht. Ist okay. Müssen wir uns fragen, ob wir irgendwie mehr Geld machen können. Wahrscheinlich einfach durch mehr Autos, ne? Neuer Tag. Ah, Gipfel der nördlichen Partnerschaft. In Zusammenhang mit dem laufenden Gipfeltreffen der nördlichen Partnerschaft in Satikan werden neue Vorschriften eingeführt, um ein korrektes Bild unserer Nation zu vermitteln. Untersagt die Parteifahrern die Einreise, deren Autos irgendwelche Schäden aufweisen. Okay, das heißt Schäden gleich keine Einreise. Was heißt denn Schäden? Fehlende Teile, was auch immer. Das hier ist ein Landwirt. 3900 darf er fahren. Moin, moin, moin. Einmal bitte Dokumente. ...4000 darf er. Okay, passt. Passt alles. Passt alles. Schweine darf er mitziehen. Das Schwein hier sieht fake aus. Das ist ein Fake-Schwein, Leute!
Das ist ein Fake-Schwein. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen. So, hier stimmt was nicht. Sie haben einen Fake-Schwein mit. Wieso das? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Wie viel Geld denn? 570 Bestechung. Nehme ich. Gerne. Schönen Tag dir auch noch. Falschgeld behalten? Nee, Falschgeld kannst du behalten. Ding, fahr einfach durch, mein Freund. Fahr durch. 570. Kein Problem, durchfahren. Hi, Marisch. Korrupt, du wurdest dabei erwischt. Ich wurde dabei erwischt. Was? Was, Mann? Wer hat mich Was? Hast du mich verpetzt? Du musst mitkommen. Novik, du musst mitkommen. Komm hier hin. Komm hier hin, Novik. Komm hier hin, wir müssen reden. Hast du mich verpetzt? Sei ehrlich. Komm hier rein. Novik. Zalavameno, Achmiru. Rala, Achmeno. Verpiss dich, Junge. Ich verzeihe ihm. Aber ich vertraue ihm nicht mehr. So, dann wollen wir mal gucken. 1200. Darf so viel wiegen, ja. Passt. Passt alles. Er ist wegen Arbeit hier, das heißt, er hat nichts mit. Ist alles sauber? Ist denn das Auto komplett heile? Ja. Scheint komplett intakt zu sein. Der darf weiter, würde ich sagen. Fahren Sie. Fahren Sie durch. Karistan, endlich. Ich hoffe, das war richtig. Ich komme mal zur Kontrolle mit. War richtig. Jetzt haben wir das Geld gerade mal raus. Wir müssen auch mal hier durch. Ich muss ja das Auto reparieren. Wenn jetzt jemand flüchtet, sind wir so hinterher, weil ich das Auto gerade nicht reparieren kann. Ich muss die Autos gerade so gründlich kontrollieren. Alle Autos bisher komplett heile, muss man sagen. Einmal die Papiere bitte. Danke. So, er hat keine Handelserlaubnis. Darf er ohne... man darf jetzt wieder ohne Handelserlaubnis. Okay, alles entspannt. Dann lass ich mal gucken. Keys 2. Ups. Passnummer ist falsch. Sie dürfen doch nicht mit, mein Freund. Hier steht nur einmal Kies. Kommt hier mit gefälschten Sachen rein, aber hat nichts. W Raid? Wo haben wir Raid bekommen? Okay. Dankeschön für den Raid. Sehr korrekt. Korrekt ist korrekt. Macht Shoutout-Mods. Okay. Sie dürfen nicht durch.
Wie, was für ein Tag, Bro? Du hast Papiere gefälscht. Raus. Mach deine Runde. Sehr schön. Durchfahren. So, ich hoffe, ihr Auto ist komplett heile. Das sieht super aus, das Auto. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier kommt wieder so ein Sound. Guten Tag, bitte einmal rauskommen direkt. Ich mag den Sound nicht. Ich mag diesen Sound nicht. Der Sound gefällt mir ganz und gar nicht, der kommt. Hier stimmt was nicht. Einmal bitte die Dokumente. Es ist Bosquot, okay. Digga, ist das die Türkei-Flagge? Passnummer. Passt. Maximalgewicht 4200. Ich habe schon entladet alles. Ich weiß nicht, wie viel es mit den Sachen wiegt. Wir wollen mal seine Sachen kontrollieren. Von unserem türkischen Bruder. Oh, abchecken, ob er was dabei hat. Irgendwie ist alles sauber, aber ich traue ihm trotzdem nicht. Warum kommt denn so eine komische Musik? Hier stimmt was nicht. Rui. Also ich sehe hier nichts. Er kann wieder entladen. Scheint alles zu passen. Wir müssen jetzt einmal kurz kontrollieren. Hä, wir haben doch gerade alles ge... Och, Mann. Wofür habe ich denn alles einmal durch... Ich bin alles einmal durchgegangen, Mann. Waschmaschinen hat er 2 eingetragen, Zement hat er 9 eingetragen, eine Toilette eingetragen, Reinigungsmittel 2 eingetragen. Es passt alles. Er kann weiter, die Musik hat mich wohl anscheinend getäuscht. Gucken wir mal kurz bei Schmuggler. Republik Kasachstan. Es passt alles, sein Auto ist auch nicht Schrott, nichts, sein Auto ist super heile. Er darf durchfahren, er folgt alle, es tut mir leid, dass ich sie verdächtigt habe. Sie dürfen durchfahren. Guck, Gewicht noch. Shit. Ja, hätte auch gepasst. Warum kam denn so komische Musik? Fahr mal durch. Ohne überfahren, bitte. Durchfahren, bitte. War richtig. Das heißt, die Musik hat mich getäuscht. Ich dachte, die Musik kommt nur bei Leuten, die irgendwie verdächtigt sind. Einmal durchfahren, bitte. Einmal die Dokumente, ja, ist notwendig immer. 990, okay, passt gerade so. Passnummer. Übereinstimmung. Was hat er mit? Düngemittel, Reinigungsmittel und Gepäck 5. Auf jeden Fall nicht alles davon mit. Er hat mehr eingetragen, als er mit hat. Einmal aussteigen bitte, sonst komme ich nicht da hinten raus. Schon gut, ja.
Sie verschwenden nur meine Zeit. Glaub mir, ich kann mir meine Zeit auch irgendwie besser vorstellen, als Sachen zu entladen und beladen. Mein Freund. Wo sind denn deine Düngemittel? Ist das schon falsch? Achso, nee, die waren ja da, stimmt. Da passt alles, es passt alles. Wenn sein Auto nicht irgendwie irgendwelche Macken hat. Ist hier ein Licht kaputt? Warum ist das eine Licht rot, das andere ist weiß? Mehr wäre aber nicht kaputt. Ein Licht ist kaputt. Kontrollbericht. Fehlender Spiegel, fehlende Scheinwerfer, Autoscheibe zerbrochen, kaputte Reifen, defekte Karosserie. Keine Ahnung, unter was das fällt, aber auf jeden Fall ist ein Licht hier kaputt. Beziehungsweise weiß. So, sie dürfen nicht einreisen, es tut mir leid. Tut mir leid, Maximov, wo bist du? Maximov? Dankeschön, Maximov. Ich hoffe, ich behalte recht. Aktuelle Reisebestimmung. Wie, es ist noch nicht vorbei. Wer mir droht? Der Nächste darf einmal fahren. Hallo, schnell. Ich hoffe, das war richtig jetzt. Das war falsch. Der Fahrer war sauber, aber er hatte eine defekte und Bremse war kaputt. Mann, Digga, dann war das doch irgendwie einfach so nichts Schlimmes. Heute stimmt auch bei allen alles, ne? Heute ist so ein guter Tag, sag ich mal. 2800 darf er wiegen. Ah, er wiegt viel zu viel. Er wiegt viel zu viel. Der Reifen ist platt, zwei Reifen platt, wiegt zu viel. So, lass mich das Ganze nochmal kontrollieren. Also rein ins Land darf er eh noch nicht. Er hat auf jeden Fall nichts in seinen Fässern drin, ne? Hier ist kein Zeichen drauf. Das heißt, ich brauche die Sache nicht kontrollieren. Er hat auch außerhalb vom Auto nichts, deswegen. Alles gut, Bro, Kontrollbericht. Kaputte Reifen 2, aktuelle Einreisebestimmung, das heißt falsch und Fahrzeuggewicht auch falsch. Sie dürfen wieder zurückfahren. Und das Bild war auch falsch, stimmt. Oh, ich dachte, der fährt raus, Digga. Feierabend. Ja, gib mir nochmal mein Geld hier dafür, bitte. Sehr schön. $40 nur. Jetzt darf ich mich ausruhen. Aber ich muss jetzt hier mal dran vorbei. Das ist jetzt zwar weird, aber ich muss es selber kaputt machen. Kann ich gar nicht. Digga, ich muss einfach reparieren, ne? Es geht nicht kaputt. Ich komme nicht durch. Ich muss mein Auto doch reparieren, Mann. Wie mich das nervt. Naja, dann reparieren wir unser Auto und wir werden angegriffen und ich habe nichts verbessert. Wir haben keine... Oh, Mist. Ich habe nichts getroffen bisher. Digga, Mann! Mann! Zeig dich! Digga, ich mach's grad so falsch, ne? Mist!
Mist. Ich habe keine Munition mehr. Was? Du hast alle Genossen verloren. Oh mein Gott, Bro. Alle sind gestorben. Ja. Mann, jetzt wäre so eine Granate so gut, ne? Jetzt muss ich mal treffen. Wieder keine Munition, Mann. Wo sind die? Mann! Digga. Отлично, работа. Что вы пасуете, Адаместия? Junge. Oh, Digga, jetzt muss meine Mitarbeiter auf jeden Fall aufwerten. Ist denn irgendwer gestorben? Er ist da. Und er ist auch da am Chillen. Er macht direkt seinen Ventilator an. Was denn? Bei dem ist irgendwas falsch, sage ich. 1100 haben wir wieder bekommen. Also wenn wir angegriffen werden, es lohnt sich sogar irgendwo. Natürlich, jetzt wird es schwieriger. Wir brauchen echt bessere
genossen und so weiter. Aber wir haben jetzt auch wieder mehr Geld, um Sachen aufzuwerten, was ganz cool ist, finde ich. Wir könnten jetzt zum Beispiel unseren Frachtbereich aufwerten, dass es so aussieht. Juckt mich das krass? Nein. Müssen wir trotzdem ja irgendwann machen. Tore dauert erstmal, bis wir die machen können. Propaganda-Pakete juckt mich gar nicht. Fahrzeuge können wir nicht. Ich würde sagen, wir nutzen die Chance und upgraden unseren Bir Maximov. Der ist mir überwichtig. Der kriegt eine Maschinenpistole. Rein da, Maximov. Eigentlich müssen wir uns auch eine Waffe holen. Ja, guckt euch das an. Erhöhte Gesundheit und neue Ausrüstung. Maximov, ich zähle auf dich. Maximov hat es verdient, Leute, wirklich. Wenn es einer verdient hat, dann... Ups, Maximov. Maximov, du siehst so gut aus, ne? Maximov, du siehst maximum gut aus. Geil. Neben dem Tor rechts eine Tür aus Metall. Ah, wie dumm. Kannst du reparieren, Bro? Ah, war noch nicht repariert. Reparieren, Bro. Wir haben zwar jetzt weniger Geld, aber das Ding ist wieder heile. So, okay. Wir gehen schlafen. Das war's mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Police Contraband. Wenn es wieder heißt Kontrolle.